So, und damit willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir quatschen gleich mal den noch an hier. Wir wussten, dass die Sekte hier irgendwo ein Riesenfeld mit Blisspflanzen haben muss. Ich hab's gefunden, auf dem Gelände des alten Jugendlagers. Wir müssen es ihnen abnehmen. Kleiner Map. Da haben wir denn noch Schönes? Da haben wir Versorgung, Straßensperre. Judge Bear. Den müssten wir eigentlich immer noch mal rein. Mal dahin und genau da hoch. Genau. Absprung. Können wir dahin gleiten. Komm zu uns, wir zeigen dir den Weg zu einem neuen Eden. Hm. Ich glaube auch. Kann das da sein, ne? Aber Map. Warum ist die Messie jetzt weg? Das war doch hier, ne? Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand auf deiner Kleinstadt. Du kommst gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Okay. Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als er keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht, nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm? In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Alles klar. Lass mich hier ruhig. Hörst du die Hupe? Schnapp sie dir, Heißblut. Lösen.
nicht? Warum nicht? Die Trucks und die Angels. Kann ich eigentlich auch da entschieden sein? Geht klar. Sorry, ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich bleibe hier. Ich gehe da lang. Thank you.
möchte mit dir rumknutschen. Okay, ich folge dir. Ja, so ein guter Punkt hier oben gewesen auf jeden Fall. Schnell. Du bist ein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Okay. Warum Set? Abgeschlossen. Okay. Geht nur um Simone wieder. Irgendwo. Kann man nicht rein? Okay. Das hier eigentlich Alien, oder? Halluziniere ich noch immer oder ist das wirklich ein Filmset? Was soll das? Ein Marshall aus dem Bliss geholt. Faith lügt. Das und soll lügt ein Roboter sein. Bis sie bekommt, was sie will. Rasenmäher. Oh Gott, okay. Okay, ich rücke vor. Pass auf mich auf. So, dann haben wir hier gleich noch den Bär. Den Bär. Das letzte Magazin. Alles klar, müssen wir einen Bogen auspacken. Ich gehe da lang. Nein, Vorsicht! Geil, Bisonaut. Das ist doch bestimmt eine Höhle hier irgendwie. Oder? Nö, doch. Ich geh da lang. Ah, super.
Was? Okay, mehr ist jetzt hier nicht, anscheinend. Boah, endlich wieder raus. Hey, hey, hey. So, was haben wir jetzt noch auf dem Weg? Ist das überhaupt ein Stadion? Sieht so aus, ne? Könnte man eigentlich mal hinlaufen. Dann müssen wir da den Berg hoch. Wir können ja hier einen Absprung machen und dann dahinter. Ah ne, es klatscht nixen. Da haben wir das Special Missy. Nebenmission, was haben wir hier? Wilder, bringen Pflanzen zur Tweak. Ah, okay, das war das mit den Pflanzen. Gehen wir mal zurück zum Knast. Du wurdest reingeboren. Finde den Pfad. Nee, folge dem Pfad. Und finde diese Reinheit wieder. Ja. Das machen wir. Wir holen erstmal Moni. Bevor wir uns auf den Weg zum Pfad machen. Achso, falls ihr euch wundert, wo es wieder 1440 P ist. Es liegt einfach daran, die Rendezeiten sind extrem hochgegangen und. Ja. Ich glaube, das reicht auch. 1440p. So, kaufen hier. Ja. Okay, wo ist er denn dann? Dadurch. Hey, Alter. Hey, Alter. Lass mich raus. Lass mich raus. Ja. Ah, Deputy. Wie läuft's? Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Er war der Apotheker der Stadt.
Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeny ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor... Ja, bevor. Jetzt nutzt Feeny das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeny bestimmt panisch angelaufen. Danke für die Sache mit dem Gefängnis. Stößt das? Da sind die Gewächshäuser, okay. Ja, markieren wir uns das mal und machen einen Basejump von hier. Müsste eigentlich passen. Ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Ja, perfekt. Müsste auch von der Weite her klappen, dass wir da bis da rüberkommen. Schubidi. Brennt's da oder was ist das? Ja klar. Ach nee, ich wollte gerade sagen, da fliegt der Hund. Das sind nur Flugzeuge. Oh oh. Der hat uns sonst gesehen. Oh shit, das war doch... Nein! Nein, nein, nein! Boah! Ich hab meinen eigenen... Okay. Hilf mir!
Feuer! Feuer! Wenn der Alarm nicht gewesen wäre. So. Pass auf mich auf. Hier erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eaton's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Jugs... Deputy, hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So rufst du Fini auf den Plan.